Hallo Freunde Videospiele und willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, zum neuen Jahr gibt es auch was Neues. Wobei nicht so ganz neu ist das Spiel, muss man dazu sagen. Im November ist das schon erschienen. Yakuza Like a Dragon ist das Spiel natürlich, wie wir sehen können. Und ja, da gab es tatsächlich keine richtige Special Edition, Collector's Edition oder sowas hier bei uns. Aber vom Hersteller Pixin Love Game Series heißen sie. Also einfach nur Pixin Love. Die kommen aus Frankreich. Und die machen, wie wir sehen, eine Art Special Edition, also eine eigene Art. Die kriegen Lizenzen von manchen Spielen. Die machen nicht viele, die haben noch nicht so viele Lizenzen bekommen. Aber die haben mich immer interessiert. Die sind natürlich ein bisschen teurer als das Originalspiel. Aber ja, ab und zu machen die halt mal ein bisschen was mit einem schönen Karton und ich weiß gar nicht, was hier alles drin ist. Und ich dachte mir einfach, hey, ich möchte mal bei denen was bestellen und mir einfach angucken, wie die Qualität ist, ob der Preis sich lohnt. Und wie gesagt, die habe ich schon länger in Ausschau gehalten nach einem richtigen Spiel. Und ja, Yakuza Like a Dragon war dann genau das Spiel, wo ich gedacht habe, yep, jetzt schlage ich zu. Leider hat sich das Ganze ein bisschen verschoben wegen Covid und so. Und wir kennen das ja. Aber dafür haben sie wohl das Artbook vergrößert. Und deswegen kommt das Spiel auch erst jetzt an. 2 Monate fast später. Aber egal, ich freue mich trotzdem deswegen. Ich bin sehr gespannt. Das Erste, was mir auffällt, hier ist ein Siegel. Das möchte ich eigentlich nicht brechen. Das finde ich ein bisschen blöd. Deswegen werde ich versuchen, von unten aufzumachen. Aber hier sehen wir auch. Ah, kann man das lesen? Welcher Fokus heute? Ja, ich habe nicht so. Ah, da, ja. Pixin Love Game Series Limited Collector's Edition. Oh ja. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr cooler Karton, muss ich sagen. Schön schwer vor allem, was immer sehr cool ist. Oh, das ist sogar hier hervorgehoben. Es hat Textur, sagen wir es mal so. Hervorgehoben. So fühlt es sich an. Also da muss man auf jeden Fall sagen, das ist tatsächlich auch ein Feature, das die anpreisen, der Karton. Also der Karton ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Wie gesagt, das ist nicht einfach nur ein Karton mit einem Bild drauf, sondern hier man fühlt verschiedene Texturen einfach. Also hier ist alles so ein bisschen matt und dann hier haben wir dann, wo die Charaktere sind, wie so ein Sticker quasi fühlt sich das an. Aber auch nur er, interessanterweise, sie nicht hier, nee. Und dann hier natürlich, also sehr, sehr toller Karton. Ihr wisst, ich mag Kartons, wenn ihr meine Videos guckt. So, jetzt versuche ich das mal hier ohne es. Ah, ein bisschen musste ich es knicken. Aber gut, da sehen wir. Nicht viel ist drin. Die sind relativ klein, diese Edition, muss man dazu sagen. Das war bei den anderen auch. Hier, wie ihr seht, auch die Xbox-Version. Sieht man hier auf Anhieb nicht, ob es eine PlayStation- oder Xbox-Version ist. Da war nur auf der Folie, die drumherum war, hier so ein Xbox-Sticker. Das war's. Aber die gibt es für die Xbox natürlich und auch für die PlayStation 4 derzeit. Die PlayStation 5-Version gibt es noch nicht. Die kommt ja erst noch im nächsten Monat. Ich weiß nicht, ob die dann auch nochmal auf Pixel Love nochmal eine Collector's Edition für die PS5 macht. Aber derzeit gibt es nur diese Xbox, die halt die Xbox One und die Series X-Version ist und die PS4-Version. Und hier sieht man ja auch Series X. Genau, das ist die Daiichi Steelbook-Edition. Die gucke ich mir gleich an. Natürlich alles auf Französisch. Ich habe es ein bisschen befürchtet. Aber ja, alles auf Französisch. Aber das Spiel ist natürlich auf Deutsch, Englisch, wie auch immer. Alle Sprachen sind davon. Der Ichi Steelbook Edition. Ja gut, das hatte ich jetzt nicht gedacht, dass das tatsächlich auf Französisch ist. Ich dachte, die machen das Englisch. Limited Collector Edition, hier haben wir ein Zertifikat. Es gibt nur 2400. Das. Oh, ganz schön dreckig. Interessant. Ich glaube, das bezieht sich auf jede Version. Also es gibt 2400 von der Xbox und dann nochmal 2400 von der PlayStation. Vermute ich mal. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Aber ja, ist ein nettes Zertifikat. Wie so ein bisschen dreckig, finde ich ein bisschen. Shady, keine Ahnung, warum das so dreckig ist. Dann haben wir hier, das sind so Karten, wie wir kennen, so, ich glaube, Lithografen nennt man das, oder Artkarten, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall keine Postkarten, wie man sieht, mit dem hohe Qualität auf jeden Fall, kein billiges Papier. Dann sehen wir halt nicht Screenshots, Artwork. Ich finde übrigens die Gold ziemlich cool. Hier sehen wir mehr, quasi Szenen aus dem Spiel. Wo? Quasi, sind das Cutscenes? Sind aber keine Screenshots. Wenn, dann sind das wahrscheinlich hochgerenderte Cutscenes, vermute ich mal. Hier sehen wir eine Beschwörung, ist das, glaube ich. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Aber es sieht sehr, sehr lustig aus. Ich bin sehr gespannt. Und das ist Artbook. Und hier muss ich sagen, wow, das hat tatsächlich sogar ein Hardcover. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Auch wieder Englisch und Französisch. Das ist ziemlich, also das überrascht mich gerade, die Qualität. Ich dachte gedacht, das ist ein bisschen klein. Das ist gut für den Aufpreis. Ich werde da nur so ein bisschen durchblättern, weil das bestimmt Spoiler enthält.
Und da ich mich selbst nicht spoilern will, ich weiß gar nicht, schreiben die es vorne hin. Mittlerweile habe ich sehr oft schon gesehen, dass Spiele sagen, hier, guck noch nicht ins Buch rein, denn es gibt Spoiler. Hier haben wir ein paar Jobs, Levels und Interviews, was sehr cool ist, mit dem Macher der Serie. Und das ist wohl hier, ich glaube, nochmal so Bonusmaterial gewesen, das noch, also es sind auf jeden Fall, ich glaube, 20 Seiten oder so haben sie nochmal hinzugefügt, weil die Version sich verschoben hat, wegen Covid, haben sie als Entschuldigung quasi nochmal, ich glaube, 20 oder 25 Seiten hinzugefügt. Ich vermute mal, das sollen dann hier diese Interviews sein, weil das wird hinkommen. Das ist ungefähr diesen. Aber ja, schickes Artbook. Ja. Der Ichi-Book, nennen sie es. Ja, auch natürlich Pixel in Love Edition. Also finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Habe ich ein bisschen. Ich habe weniger erwartet, um ganz ehrlich zu sein. Ich meine, es ist keine große Edition, wie man sieht. Ne? Wir haben halt ein Artbook, wir haben das Spiel natürlich. Hier aber auch in der Ichi-Version. Derzeit gibt es auch nur diese der Ichi-Version, wenn ich recht in Erinnerung bin. Ich glaube, es gibt noch keine Standardversion, aber das wird wahrscheinlich irgendwann mal passieren. Und natürlich diese Artcards und das. Ja, ist das sogar hier so ein bisschen Foil? Ja, das glitzert so ein bisschen. So. Wir gucken mal rein, was hier, ob hier noch irgendwas Bonusmäßiges drin ist. Deswegen bis gleich. So, da sind wir schön befreit. Ich weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern sich diese der Itchy, außer dass sie natürlich auf Französisch ist, von unserer deutschen Version unterscheidet. Das kann ich noch nicht sagen. Aber ich glaube, ich habe die so im Laden auch gesehen. Nur, dass es dann halt auf Deutsch alles steht und nicht auf Französisch in dem Fall. Deswegen Steelbook, genau. Oh Gott. Da muss ich direkt sagen, für die, die meine Unboxing schon öfter sehen, ja, es wird wahrscheinlich nicht fokussen, weil das auf das Gesicht fokussen will. Na, ich muss die Gesichter wegmachen. Aber ja, gut. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Es steht kein Titel dran. Aber wir haben ja den Schuber. Ich meine, das ist so ein Trend geworden. Und ich muss mittlerweile sagen, am Anfang war ich so ein bisschen gegen diese Schuber, weil ich will ja das Steelbook sehen. Aber mir ist aufgefallen, dass manche Steelbooks einfach qualitativ schlechter sind als andere und mit der Zeit einfach anfangen, ja, abzublättern, wo die Farbe abblättert oder einfach durch, wenn man es öfter spielt und dann rein tut in die Sammlung, wieder raus tut aus der Sammlung, ja, einfach Kratzer sich bilden und dann halt auch. Ich habe einen Steelbook, wo wirklich die Farbe schon richtig am Abblättern ist, wo ich überlege, mir nochmal dasselbe Steelbook zu kaufen. Und deswegen muss ich sagen, mittlerweile schätze ich diese Schuber sehr. Weil die im Prinzip so eine Art, ja, Schutz sind. Und wenn der Schuber ein bisschen kratzig ist, ist es nicht so schlimm, weil das Steelbook wird geschützt. Deswegen habe ich mittlerweile auch nichts dagegen, wenn es wenigstens einen Schuber gibt, wo der Titel draufsteht an der Seite, weil ich es eh immer so hintun würde. Von daher ist ein bisschen unscharf. Wie gesagt, ich muss hier die. So. Der Autofokus versucht ganz die Kameras, die Bilder, die Gesichter dazu machen soll. Jetzt haben wir auch. Also deswegen finde ich das gut. Ich finde es immer noch sehr komisch bei Xbox-Spielen. Ich meine, hier steht ja Series X und Xbox One, dass da immer noch diese, so, dass da einfach so ein Sticker drauf gemacht wird, um zu erklären, ja, das ist ein Series X-Spiel. Finde ich irgendwie komisch. Ich fände ein neues Box-Design eigentlich schöner. Vielleicht irgendwann, wenn es nur noch, wenn es keine Xbox One-Spiele mehr gibt, so noch Series X ändern sie es, wie bei der PlayStation, wo es ja auch PlayStation 4 und PlayStation 5 Box-Designs gibt. Aber wer weiß, die wollen halt diese grüne Farbe behalten, wobei die X Series X mehr auf die schwarze Farbe jetzt gegangen ist, weil das ja das neue Logo ist und nicht mehr das. Ach, das ist komisch. Aber ja, reden wir über Yakuza und nicht über Xbox. Ja, ein sehr schönes und immer noch, ich muss noch ein bisschen komisch sagen, bei Xbox, die haben immer noch diese komischen Siegel. Das habe ich nie verstanden. Da gibt es bestimmt Erklärungen. Also wenn einer weiß, warum diese Siegel auf jedem Spiel, seit der Original-Xbox gibt es die, bei der Xbox 360, Xbox One, die natürlich jetzt auch bei Series X spielen, gibt es die und ich verstehe nicht, warum. Ich weiß nicht, was das bringt, so bei PS4 oder Switch-Spiel haben sowas nicht, aber egal. Gut, ich gucke einmal kurz rein, ob da nicht ein Code drin ist oder sowas, weil da wird 100 Pro. Ja, okay. Gut, das ist das Erste, was uns natürlich das Spiel, klar. Dann haben wir hier einen, ist das ein Sticker? Soll das ein Tattoo sein? Sticker. This item is not a toy. Okay. Jetzt ist die Frage, ist der auch in der normalen Version drin oder ist das jetzt Special? Kann ich leider nicht beantworten. Also falls das hier, falls jemand die Daiichi-Version hat und mir sagen kann, ob das nicht drin ist, würde ich mich freuen. Aber ja, wir haben einen Sticker von der Firma, die die Spiele macht. Dann haben wir hier Lot Costumes de Legendes. Gucke ich direkt mal auf. Ja, ist ein Code. Also das sind die DLC-Codes, die auch hier angezeigt werden. Dann haben wir ein, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich guck kurz mal. Ach so,
gibt ja keine Handbücher mehr, das sind diese Gesundheitswarnungen in 8 Millionen Sprachen. Und ja, immerhin besser als gar nichts, um ganz ehrlich zu sein. Und wie gesagt, das Spiel. Incover, interessant, nur auf der einen Seite. Hier ist quasi alles nur rot, aber obwohl es dazu gehört. Finde ich nicht schlecht. Hier steht was von Copyrights, klar, okay. Ist eine coole Idee. Weil ich meine, das Artwork hinter dem Spiel, was sogar Artwork hat, wenn ich das richtig sehe, also das Studioname. Ja, sieht man ja meistens eh nicht durch die Disc. Und hier sieht man es. Ich finde auch immer komisch, dass Xbox-Spiele sind immer auf der anderen Seite, oder? Sind nicht PlayStation-Spiele immer auf der Seite? Bin mir gar nicht sicher. Aber ich meine, ist mir, glaube ich, nie so aufgefallen. Wenn man die aufmacht, sind die Spiele dann nicht auf der Seite? Egal. Ist ja egal. Auf jeden Fall finde ich das cool hier mit dem Cover. Ich meine, gut, die Codes, aber die kann man, ja, ne? Ist einfacher, die rauszunehmen, als sie rauszunehmen, um das mir sich anzugucken. Also cooles Design auf jeden Fall mit den ganzen neuen Charakteren. Ist sogar hier ein bisschen am Glitzern, ne? So ein bisschen Foil. Kann man wahrscheinlich auf der Kamera nicht so gut erkennen durch das Licht, aber ich weiß es nicht. Ja, das ist natürlich cool. Das ist auch so ein Trend, den ich gemerkt habe bei Steelbooks, dass sie jetzt so ein... Ich weiß nicht warum, weil ich kenne jetzt niemanden, der sich so die Steelbooks irgendwie hinstellt oder so. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da Leute, die das machen. Aber das ist eine coole Idee, das halt dieses Komplett-Artwork zu machen. Problem dabei ist natürlich, dass dadurch meistens hier der Titel dann verschwindet. Aber solange es Schuber gibt, ist okay. Also ja, das ist die Day-Ichi, für die, die es nicht wissen, das heißt Day-One Edition. Also Day-Ichi, Tag 1. Ichi heißt 1 auf Japanisch. Ich meine, für Leute, die wissen, was Yakuza ist, wissen das, denke ich mal. Aber ja, ja, ist auf jeden Fall schön. Ich freue mich auf das Spiel. Es sieht sehr abgefahren aus. Ich mag die Yakuza-Serie und freue mich, das Spiel dann zu spielen. Vor allem das erste, das ist das erste Yakuza-Spiel, das ist physisch derzeit. Für die Xbox gibt. Die andere gibt es nur digital, deswegen hab ich gesagt, ich will es auf jeden Fall haben, weil es das erste ist. Schade, dass es ich könnte mir theoretisch einen deutschen Schuber besorgen und den einfach drüber machen, falls jemand den Schuber verkauft. Das stimmt schon. Ich könnte einfach den Schuber austauschen, weil die Disc oder so, das steht ja nicht auf Französisch drauf. Nö, das ist der ganz normale Standard, also auf Englisch, ja. Aber gut, so sehr stört es mich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Aber ja, das ist die ganze Edition. Sie ist nicht groß, muss man sagen. Wir haben ein Artbook, das über 100 Seiten hat. 120, wenn ich es richtig gesehen habe. Ein Zertifikat, dass es natürlich echt ist. Dann haben wir diese Art Cards. Nehmen wir mal hier die. Wobei, die ist das Cover. So, zack, zack. Und natürlich dann in der Day-Ichi-Version. Wo ich jetzt nicht sagen kann, ob da mehr drin ist. Das kann ich euch leider nicht sagen. Zoom mal ein bisschen raus, so, dann sehen wir auch alles. Mein größtes Messer der Welt kommt weg. Und natürlich der Karton. Gehört auch dazu, meiner Meinung nach. Nette Edition, aber auch nur was für Fans. Finde ich ganz klar. Die Version hat, ich weiß gerade nicht den Preis, also die normale Version kostet, glaube ich, 50 und die hat, glaube ich, 20 Euro mehr gekostet mit Porto. Nur für Fans. Also, wie ihr seht, das ist da ganz klar Fans und so ist das bei den meisten Edition. Also ihr habt meistens, das Zertifikat ist in jeder Version drin, wie ich das gesehen habe, meistens dann ein bisschen kleine Gimmicks, also entweder Karten, ein bisschen kleines Artwork und ein Artbook. Das ist so das Hauptding und der Karton, für den Werbung gemacht wird. Der schön ist, aber ja, ich meine, es ist nicht viel Geld, das man mehr bezahlt. Also wenn ihr da gerne mal reingucken wollt, ich werde auf jeden Fall einen Link in die Beschreibung tun zu dem Shop von Pixelduff. Ich bin nicht gesponsert, ich habe das gekauft selber. Nicht, dass ihr denkt, dass ich das geschickt bekommen habe oder ähnliches. Nein, so groß bin ich nicht, deswegen. Ich habe das selbst mit meinem Geld gekauft. Ich wollte euch einfach nur zeigen, denn ich selbst suche auch immer und gucke mir andere Publisher an von Collectors Editions oder von Extra Editions, sowas wie Limited Run Games. Einfach nur, um mir ein Bild zu machen, kaufe ich mir immer von allen diesen Firmen, die ich kenne, eine Version einfach nur, um mir ein Bild zu machen, ob ich da mehr bestellen möchte oder ob mir die Qualität zum Preis nicht gefällt. Hier muss ich sagen, die Qualität gefällt mir sehr gut. Ich bin zufrieden mit dem, was ich mehr bezahlt habe. Es ist für mich vollkommen okay, weil ich Fan bin, ich mochte das Spiel, aber ich werde mir nicht alle Spiele von denen kaufen. Ich werde mir auch nur dann die Spiele kaufen, die mich interessieren und dann denke ich mir, hey, guck mal, für ein bisschen mehr Geld kriege ich eine interessante Version. Vor allem in dem Fall gibt es keine andere Collector's Edition, deswegen hat mich das natürlich mehr interessiert. Wenn es jetzt eine andere Collector's Edition gegeben hätte, hätte ich wahrscheinlich eher die genommen, kommt davon, was da der Inhalt wäre. Aber ich muss sagen, Pixelduff, sehr gute Arbeit, sehr gute Qualität, bis auf das hier ein bisschen dreckig war.
Keine Ahnung, aber es kann passieren. Mich stört es nicht. Ich bin da nicht so pingelig, um ganz ehrlich zu sein. Dass da der Schuber auf Französisch ist, hätte man hinschreiben können. Wie gesagt, es gibt bestimmt Leute, die wird das stören. Mich überhaupt nicht, weil es die französische Version ist. Macht halt Sinn, das Spiel kommt aus Frankreich. Die Leute sind aus Frankreich. Aber ja, die haben noch ein paar interessante Spiele und da werde ich wahrscheinlich in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren, Tagen, Sekunden, was weiß ich, zuschlagen und dann noch ein paar Spiele kaufen, weil ich bin wirklich begeistert von dieser Edition und ja, wollte euch ein bisschen was zeigen. Deswegen, ihr könnt mir gerne in die Comments schreiben, ob ihr das Spiel schon gespielt habt. Das ist ja schon ein bisschen auf dem Markt, würde mich sehr interessieren, ob ihr diese Edition kaufen würdet, ob ihr gar kein Interesse an Yakuza habt oder wie auch immer. Schreibt mir gerne in die Comments, was ihr davon haltet und mir bleibt nur zu sagen, ich gehe zocken und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke und tschüss.